Oh, ich sehe schon, wir haben gerade nicht so viel Zeit, aber ich kann sie hier nochmal irgendwo reindrücken. Es ist ja wirklich dringend. Mhm. Also so, Sie können auf jeden Fall vorbeikommen. Ne? Kommen Sie vorbei. Übermorgen 14 Uhr kriege ich noch frei für Sie. Ja, okay, super. Dankeschön, ja. Tschüss. Gerne, tschüss. So. Toller Termin, oder? Super, ja. Da freuen wir uns alle drauf. Ja? Ja. Weil, ich habe jetzt schon in dem Gespräch das Gefühl gehabt, das reicht, das bleibt nicht beim Ölwechsel. Da ist mehr. Ja, muss ja, oder? Und das erfahre ich aber nicht jetzt, sondern das erfahre ich dann, wenn ich mein Auto schon los bin, sozusagen, wenn mein Auto bei dir steht. Ja, solche Gespräche finden mit Bestandskunden und mit Neukunden statt. Ja, also das ist das, was wir überall sehen. Und wir machen tatsächlich sogar Testanrufe in Werkstätten, um rauszufinden, wie sie ans Telefon gehen und Termine vergeben. Weil das der große Knackpunkt ist, wie du deinen Betrieb entsprechend einstellst. Ob der ruhig läuft, ob der nicht ruhig läuft und so weiter.